الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين أما بعد Liebe Geschwister, es ist die Rede heute über die Weisheiten von das Gebet, warum wir beten. Es gab schon mal die Frage oder die Vorträge, dass jemand gesprochen hat, warum betest du nicht? Und heute wollte ich über das Thema reden, warum beten wir? Was haben wir davon, wenn wir beten? Warum verrichten wir das Gebet? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet uns auferlegt? Was hat das an Weisheiten? Allah subhanahu wa ta'ala hat Musa angesprochen und hat ihm gesagt, als er das erste Mal ihm Offenbarung gegeben hat und mit ihm gesprochen hat, hat er zu ihm gesagt, Innani ana Allah, ich bin Allah, La ilaha illa ana, es gibt kein Gediente zu Recht außer mir. Fa'budni, so diene mir. Wa aqimi salata li dhikri, und verrichte das Gebet für meine Erwähnung. Die Erwähnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Muhammad angesprochen, hat ihm befohlen, aqimi salata, verrichte das Gebet. Und hat ihn auch befohlen, dass er seine Familienangehörige befehlt, zu beten. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, verpflichte deine Familie mit dem Gebet. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, und hab Geduld darin. Und Luqman a.s. oder radiallahu anhu, je nachdem, gibt es Meinungsverschiedenheit, sagte zu seinem Sohn, أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة, oh mein Sohn, verrichte das Gebet. So hat Allah subhanahu wa ta'ala eine riesen Angelegenheit gemacht von diesem Gebet. Deswegen hat er uns diese riesen Angelegenheit zur Pflicht gemacht, weil dahinter sehr viele Nutzen stecken. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat nichts davon, wenn du dich bewegst, ob du aufstehst oder Ruku oder Sujud machst, Allah subhanahu wa ta'ala wird in seinem Besitz nichts mehr. Und wenn du nicht betest, wird von seinem Besitz nichts weniger. Das heißt, er profitiert gar nichts von dir, wenn du betest oder nicht betest. Aber er hat dir das zur Pflicht gemacht, wegen dir. Weil es für dich Nutzen gibt. Weil du davon profitierst. Weil du das nötig hast. Und wenn ich die Frage beantworten möchte, mit Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala, warum beten wir? Was hat das für Nutzen für uns? Dann als allererstes, das ist die Verwirklichung. Das ist die Verkörperung von das Dienen für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wir gehen immer davon aus, wir sind Diener, Ergebene für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir brauchen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir brauchen den Kontakt zu ihm. Und wir bezeugen, dass es kein Gediente zu Recht gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt wollen wir verwirklichen, dass wir Diener von Allah sind. Dann brauchen wir etwas, womit wir das verwirklichen. Und das Größte und die zweite Säule nach dem Tawhid kommt das Verrichten des Gebets. Allah verpflichtet uns, das Gebet, damit wir verwirklichen, dass wir Diener von Allah subhanahu wa ta'ala sind. So dient mir, womit? Mit dem Gebet. Das Gebet hat Allah subhanahu wa ta'ala Iman genannt. Und ihr wisst, Iman besteht aus drei Komponenten: die Überzeugung des Herzens und Aussage der Zunge und Handlung des Körpers. Und eine der Weisheiten, warum Allah das Gebet Iman genannt hat, weil es all diese drei Komponenten besitzt. Das Gebet ist eine Ubudiyya, eine Überzeugung und eine Handlung deines Herzens. Wenn er Demut hat, wenn er liebt, wenn er begehrt, wenn er fürchtet, wenn er hofft, das ist alles im Gebet drin. Und zusätzlich noch die Unterwürfigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und den Demut und
dass man sich zerbricht für Allah subhanahu wa ta'ala, das von dem Herzen. Und die Aussagen der Zunge, dass du Allah erwähnst, und dass du Koran rezitierst, deine Wörter rezitierst, und dass du den verherrlichst und Tasbih aussprichst und Takbir aussprichst in dein Gebet, das ist die Ubudiyyah deiner Zunge. Dieser Gottesdienst und Dienen deiner Zunge und dein Körper dient Allah subhanahu wa ta'ala vollständig. Dein ganzer Körper ist beschäftigt nur mit Bewegungen, die zum Gottesdienst gehören. Deswegen dürfte man im Gebet keine andere Bewegung machen, außer die Bewegung des Gebetes. Es gibt den Ruku', es gibt den Sujud, die Unterwerfung und die Niederkniung und so weiter. Das sind alles Bewegungen, die du mit deinem Körper machst, wo du das verwirklichst, Allah zu dienen. Deswegen dieses Gebet, liebe Brüder und liebe Schwester, ist eine Verkörperlichung von dem Gottesdienst, von deiner Unterwerfung. Wenn du sagst, ich bin Muslim, ich unterwerfe mich, so bete ich. Was hat das an sich? Warum wir beten? Weil das Gebet, liebe Brüder und liebe Schwester, eine sehr große Ziel hat, dass du in Verbindung mit Allah bist. Das ist deine Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah liebt es mehr als wir, dass sich seine Diener mit ihm verbinden. Deswegen, als allererstes, als Allah das Gebet zur Pflicht gemacht hat, hat er 50 Gebete zur Pflicht gemacht. Stell dir mal vor, Allah liebt es von dir, 50 Mal mit ihm in Kontakt zu kommen, vor ihm zu stehen, 50 Mal. Das ist die Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist, was Allah liebt. Aber er weiß, dass die Menschen sozusagen träge sind, faul sind, von sich aus ihre Nutzen gar nicht erkennen. Deswegen hat er das erleichtert, obwohl er die Belohnung gelassen hat. 50 hat er gelassen, die Belohnung. Aber den Kontakt hat er sozusagen erleichtert für uns. Er hat schon 50 fünf Mal gemacht. Und die traurige Nachricht, dass viele heutzutage nicht beten. Die haben das nicht mehr geschafft, fünfmal mit Allah subhanahu wa ta'ala zu Kontakt zu haben. Das, was Allah liebt, hat man sich davon abgewandt. Hat man sich mit der Dunya beschäftigt. Hat man sich mit der Währung, mit dem Geld beschäftigt, mit der Arbeit. Sucht man sich Ausrede nach Ausrede. Ich kann nicht. Ich bin in der Arbeit. Der Chef lässt mich nicht. Ich bin in Schule. Ich bin da, ich bin da. Weiß das Allah nicht. Weiß das Allah nicht. Und er sagt dir, Aqim is-salata li dhikri. Verrichte das Gebet, um mich zu erwähnen. Um an mich Gedenken zu haben. Gedenkt an Allah subhanahu wa ta'ala. Darum beten wir, weil wir den Kontakt brauchen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Kontakt am Morgens, mittags, nachmittags, Sonnenuntergang und am Isha. Es sind fünf Zeiten, die Allah mit seiner Weisheit ausgewählt hat. Um deinen ständigen Kontakt zu Allah subhanahu wa ta'ala zu haben. Warum beten wir? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in dieses Gebet eine Korrektur für unser Verhalten gemacht hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat durch dieses Gebet eine Korrektur für dein ganzes Verhalten in dieser Welt gemacht. Weil dieses Gebet hindert dich von das Abscheuliche und von den Sünden. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Dieses Gebet hält ab von das Abscheuliche und von den, sozusagen von den Sünden. Deswegen hier eine wichtige Sache. Wenn wir mit unseren Brüdern reden, die vielleicht Sünden machen, der eine trinkt Alkohol, der eine hat eine Freundin, der eine
sozusagen hat Zinsen und so weiter und so fort. Du siehst, wie die Sünden verbreitet sind. Öffnet ihnen eine Tür, dass sie zu Allah zurückkehren. Durch das Gebet. Bringen sie dazu, dass sie beten. Weil durch das Gebet, wer das Gebet richtig verrichtet, das hält ihn davon ab. Wenn er fünfmal am Tag vor Allah steht und Demut hat und sich schämt vor Allah subhanahu wa ta'ala, das wird ihn dazu bringen, dass er von den anderen Abscheulichkeiten wegkommt, weil er erst recht in Beobachtung von Allah bleibt. Deswegen kam ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat einen anderen Mann erwähnt beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt: O Prophet, dieser Mann betet in der Nacht, aber wenn er morgens aufsteht, klaut er. Das sagte er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was war die Antwort von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sagt ihm: Das, was er tut, wird ihn davon abhalten. Deswegen ein Rezept vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo keiner daran Zweifel hat, wer von seinen Sünden wegkommen möchte und weiß nicht wie, fang an mit dem Gebet. Und bleib standhaft auf dem Gebet. Und wenn du das Gebet verrichtest, wie es Allah zufriedenstellt, dann hilft dir das, von den anderen Abscheulichkeiten und von den Sünden wegzukommen. Deswegen beten wir, damit wir uns korrigieren, damit wir wegkommen von den Abscheulichen, damit wir, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer das Gebet verrichtet, wenn sein Gebet in Ordnung ist, werden all seine Taten in Ordnung sein. Und wenn sein Gebet nicht in Ordnung ist, dann werden all seine Taten nicht in Ordnung sein. Wir korrigieren unsere Taten, wir richten unsere Taten auf durch unsere Gebete. Warum beten wir auch? Weil dieses Gebet löscht auch unsere Sünden. Wenn wir Sünden gemacht haben, löscht das unsere Sünden. Welche Sünden löscht das? Die kleinen Sünden. Weil die großen Sünden brauchen immer eine Taube, eine Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vergleicht dieses Gebet, kommt etwas näher diesem Video. Der vergleicht dieses Gebet mit einem Fluss. Sagt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Siehst du einen Mann, der vor sein Haus einen Fluss läuft und der geht fünfmal sich waschen von diesem Fluss, bleibt von seinem Schmutz etwas? Keineswegs. Jeder, der in den schlimmsten Sumpf reingekommen ist, wenn er nach Hause geht, was macht er? Der duscht er einmal und ist alles weg. Aber du duschst und wäschst dich fünfmal am Tag von deinem Schmutz und von deiner Sünde. Wie viel bleibt dir am Ende des Tages von diesen Sünden? Und mit diesen geregelten Zeiten, wo wir das Gebet einrichten sollten, verrichten sollten. Deswegen, dieses Gebet hat einen Vorteil, dass er deine Sünde löscht. Warum beten wir? Weil in diesem Gebet finden wir die Zufriedenheit des Herzens. Und das bei demjenigen, der sich daran gewohnt hat, das Gebet zu verrichten, und es kommt in Demut im Gebet, dann findet er keine andere Zufriedenheit außer im Gebet. So wie das bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen war. Ihm war es träge, die Zeiten außerhalb des Gebetes, war ihm träge, bis die Zeit des Gebetes gekommen ist, sagte er zu Bilal: Arihna bihada Bilal. Die Erlösung, Bilal, die Erlösung, das Gebet. Lass uns wieder Freude finden in unsere Herzen, durch das Gebet verrichten. Komm, mach den Adhan, Bilal. Er kann es kaum erwarten, bis er vor die Hände von Allah subhanahu wa ta'ala steht. Warum beten wir? Weil wir die Dankbarkeit Allahs zeigen durch unser Gebet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns vieles gegeben. Und was zeigen wir Allah subhanahu wa ta'ala als Dankbarkeit? Der hat dir deine Gesundheit gegeben. Der hat dir dein Geld, deine Kinder, deine Familie, alles, was du zählen möchtest. Du kannst nicht mehr die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala und die Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala kannst du nicht mehr zählen.
Wenn du anfängst zu zählen, kannst du nicht sozusagen alles erfassen, was Allah SWT dir als Ni'mah gegeben hat. Aber wie können wir eine Dankbarkeit zeigen? Durch dieses Gebet. Das Gebet, das Verrichten von Gebet ist sozusagen all deine Körper, all deine Ni'mah, all deine Gunst, das du von Allah bekommen hast, zeigst du Allah SWT in dein Gebet, dass du das für seinen Gottesdienst ausnutzt. Und das ist die Dankbarkeit von Allah SWT, mit dem er zufrieden ist, wenn du das machst. Deswegen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat so lange gebetet. In der Nacht ist er aufgestanden, bis seine Füße sind sozusagen vom langen Aufstehen geschwollen und sind sozusagen Haut aufgeplatzt, weil er so lange stand im Gebet. Stundenlang stand er im Gebet. Da hat man Mitleid mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil man hat gedacht, der Gottesfürchtige, der fürchtet seine Sünden, deswegen betet er, damit seine Sünden gelöscht werden. Da kamen sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und haben ihn gefragt, O Prophet, deine Sünden sind ja schon gelöscht. Allah hat dir deine früheren, deine kommenden Sünden gelöscht. Warum machst du dir das an? Warum machst du dir es schwer, dass du so lange in der Nacht betest? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Afala akunu abdan shakura. Wenn Allah mir all meine Sünden gelöscht hat, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Er sah in dem Gebet die Dankbarkeit und er konnte nicht sozusagen so die Dankbarkeit aussprechen wie im Gebet. So zeigte er seine Dankbarkeit zu Allah SWT durch das Gebet. Wie viel Dankbarkeit brauchen wir, Allah zu zeigen, dass er uns verschont hat, dass er uns Körper gegeben hat, dass wir ihn sünden mit unserem Körper, dass wir nicht wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass seine Sünden gelöscht sind, dass wir uns Sünden anhäufigen und dass wir auch große Sünden machen und dass wir vieles gegeben worden sind, mehr als was die Sahaba und die Propheten Muhammad gegeben wurde von dieser Dunya. Von Essen und Trinken und Kleidung und Autos und so weiter und so fort hatten wir viel mehr, als was die früher bekommen haben. Das heißt, die Dankbarkeit ist erst recht von uns zu zeigen an Allah SWT, dass er uns so viele Sachen gegeben hat, wo wir dankbar sein sollten. Und wir verrichten noch nicht mal die Pflichtgebete. Die Pflichtgebete. Der Prophet Muhammad sind seine Füße geschwollen von einem Zusatzgebet, was für uns Zusatzgebet gewesen war. Deswegen, warum wir beten? Weil wir Allah SWT danken. Warum beten wir? Weil dieses Gebet hilft uns, standhaftig zu bleiben. Die Betenden sind die Standhaftigen. Allah SWT sagt, nehmt euch Hilfe, nehmt euch zur Hilfe. Die Geduld und das Gebet. Das sind zwei Mittel, womit man Standhaftigkeit bekommt. Die Geduld, sollte man geduldig sein. In jede Fitna, in jede Angelegenheit. Und man sollte das Gebet verrichten, um standhaftig zu sein. Deswegen, dieses Gebet brauchen wir, um Standhaftigkeit zu zeigen. Und vor allem, wenn es uns schwierig wird, wie in diese Zeiten. In diese Zeiten sollte mehr man das Gebet verrichten. Mehr sollte man sich bemühen mit Zusatzgebete, im Nachtgebet. Warum? Weil das eine Zeit ist, wo wir eine Strenge fühlen und wo wir einen Druck haben, wo es uns schlecht geht, wo es der ganze Umma schlecht geht. Und das kann aufgehoben werden durch das Verrichten des Gebetes, durch das Zurückkehren zu Allah SWT, durch den Dua zu Allah SWT. Und der beste Ort, die beste Zeit zum Dua machen, ist, wenn du im Sujud bist. Da werden die Gebete erhöht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn es ihm schlecht ging, wenn es ihm eng ging, dann hat er Zuflucht gesucht beim Gebet. Warum wir beten, gibt es sehr viele Nutzen von dem Gebet. Und ich verkürze und sage nur noch zwei Sachen, warum wir beten. Weil durch das Gebet kommen wir zusammen. Dieses Gebet
regelt die Muslime, regelt diese Umma, regelt das Verständnis von der Gemeinschaft. Wenn wir Mann an Mann in einer Reihe stehen, dann verschwinden alle diese Unterschiede, die wir draußen haben. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen den Reichen und Armen oder diese Rasse oder diese Rasse oder Schwarze oder Weiße oder Große oder Kleine. Wenn wir alle zusammen in einer Reihe stehen, dann sind diese Unterschiede verschwunden und gibt es nur noch eine Gemeinsamkeit. Wir sind Diener Allahs. Wir unterwerfen uns Allahs Mutala. Machen Sujud gleichzeitig, machen Ruku' gleichzeitig, stehen hinter einem Imam. Und unser Herr ist Allah, subhanahu wa ta'ala. Und wir sind eine Umma. Das allein ist durch das Gebet gekommen. Dieses Gefühl, dass wir eine Umma sind und dass wir eine Gemeinschaft sind und dass wir uns brauchen und dass wir Hand an Hand oder Schulter an Schulter stehen, bedeutet, dass wir zueinander auch so sein sollten, außerhalb des Gebetes. Unsere Herzen kommen zusammen, wenn wir das Gebet nur richtig verrichten. Deswegen, dadurch kommt die Barmherzigkeit. Und das brauchen wir. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das Gemeinschaftsgebet verpflichtet, dass wir ein Gemeinschaftsgebet machen. Und dass wir, da hat Allah subhanahu wa ta'ala extra Regelung gemacht, dass wir aus unseren Häusern rausgehen zu einem gemeinsamen Haus, wo wir Allah anbeten. Dieses Gebet bringt dich weg von dieser Dunya. Warum? Weil all die Bewegungen, die du machst in diesem Gebet, sind reine Bewegungen, die mit Gebet zu tun haben. Du bist ganz völlig abgeschaltet von der Dunya. Dein Herz sollte vor Allah sein. Dein Körper sollte nur mit Bewegungen, die zum Gebet gehören, beschäftigt sein. Du hast nichts mehr mit dieser Dunya zu tun. Und du darfst nichts reden, außer etwas, was mit dem Gebet zu tun hat. Und du warst nicht nirgendwo hingucken, außer an der Stelle, wo du deine Unterwerfung zum Allah SWT machst. Das ist sozusagen eine Medizin für dich, dieses Gebet. Und das Größte, liebe Brüder und liebe Schwester, das Größte und das Höchste, was du brauchst, ist, wenn du das Gebet verrichtest. Allah hat dir das Paradies versprochen, wenn du dich an das Gebet hältst. Und das ist eine riesen Belohnung. Und noch größer, dass du an deine Gebete hältst, ist ein Grund, dass du Allahs Gesicht siehst, Yawm al-Qiyamah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ihr werdet das Gesicht von Allah sehen, genauso wie ihr jetzt den Mond seht. Also, dass ihr gar keine Zweifel daran habt. Und dass er eine klare Sicht hat zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr es schafft, dass ihr das Gebet vor dem Sonnenuntergang und vor dem Sonnenaufgang nicht verpasst, dann solltet ihr es machen. Das heißt, haltet an das Gebet, damit ihr diese riesen Belohnung bekommt, dass ihr das Gesicht von Allah subhanahu wa ta'ala seht. Und er hat extra erwähnt, das Gebet von morgens, den Fajr, vor dem Sonnenaufgang. Und das Gebet von Asr, vor dem Sonnenuntergang. Warum? Ich habe Arbeit, ich habe das, ich habe das. Oder ich kann nicht aufstehen, ich bin faul, ich bin müde. Guck mal, wie die Dunya uns bei diesen zwei Zeiten gezogen hat. Wenn es um Arbeit geht, dann stehst du auf, vor dem Fajr. Und wenn es um Geld geht, dann gehst du in der Asr-Zeit, um dein Geld zu holen. Aber wenn es um Gesicht von Allah Ta'ala geht, wo bleibst du? Bleibst du im Bett? Schläfst du? Oder bleibst du bei deiner Arbeit und sagst du, ich arbeite? Guck mal, hier sagt uns der Prophet Muhammad, diese zwei Gebete, extra diese zwei Gebete, weil die meisten davon abgelenkt sind. Das heißt, halte an deine Gebete extra diese zwei, wo die meisten ihre Ausrede haben.
Deswegen gebe ich einen Appell an euch. Versucht keine Ausreden zu finden. Bei Arbeit, Schule oder so weiter und so fort. Haltet an diese Gebete. Ihr wollt das Gesicht von Allah subhanahu wa ta'ala nicht verpassen. Ihr wollt das sehen. Ihr wollt das genießen. Letztendlich, für denjenigen, den du Sujud und Ruku'a gemacht hast, bekommst du die Belohnung, ihn zu sehen. Yawm al-Qiyamah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die das Gebet verrichten und von unserer Nachkommenschaft, das war die Dua von Ibrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sallam. Wa sallam.